Oh, Entschuldigung. Ja, vielen Dank, vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend hier zu Johann König eskaliert. Ich bin der Mann im roten Hemd, aber grün ist gerade im Trend. So, was ist das Besondere an diesem Programm? Es ist so, als erstes, ich brauche dieses Handmikrofon hier nicht mehr, denn ich trage jetzt ein Headset. Headset, Headset, Headset. Und das Tolle ist, ich kann sogar dieses Headset hier abnehmen und Sie hören mich trotzdem. Sensationell an dieser Show ist aber, dass ich sogar aufhören kann, meine Lippen zu bewegen, da das Programm komplett vom Band kommt. Ich kann also theoretisch mich hier auf den Stuhl setzen und was trinken oder was rauchen, aber ich rauche ja nicht. Coole Idee, ne? Direkt am Anfang mit dem Playback rauszukommen. Ne, das ist irgendwie eine coole Idee, ne? Ja, es ist so, in letzter Zeit habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Viele Gedanken, ganz allgemeine Gedanken, immer aber auch wieder konkrete Gedanken. Ich habe in letzter Zeit wirklich oft viel nachgedacht über mich und über die Gesellschaft und ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht doch vielleicht mal Kinder möchte. Ja? Man hört immer, es gibt zu wenig Kinder und ja, ich habe jetzt auch eine Wohnung, also in der man durchaus Kinder halten könnte. So. Aber ich glaube, ich überlege mir das noch ein bisschen, denn was man heute so hört und liest, gerade auch über deutsche Kinder, ja, das ist auch manchmal eher abschreckend, finde ich. Ne? Man kriegt das immer wieder mit, sehr viele deutsche Kinder sind zu dick. So. Und das Problem ist aber, häufig sind sie gleichzeitig auch noch zu blöd. Ja, eine ganz schlechte Kombination, dick und doof, das waren früher immer zwei. Ja, heute reicht da einer und das ist ja auch nicht schön, ne? Das sind ja teilweise mit 13, 14 schon richtige Kavenzmännerartige Wuchtbrummen, die aber überhaupt nichts in der Birne haben, ne? Und ja, und dann sind die in der Schule ganz schlecht, in Sport, aber auch in Mathe natürlich, ne? Die können ja, ne? Oder ist auch so, oder? Die können ja heute eins und eins nicht mehr auseinanderhalten, ne? Geschweige denn hier sublimieren oder wie das heißt, ne? Und ja, und dann machen die einen schlechten Abschluss und finden keinen Ausbildungsplatz und da ist ihnen langweilig, fangen die wieder an zu essen. Das ist ja ein Circle of the Devil, wie der Fachmann sagt, ne? Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was PISA heißt. Pummelige Idioten suchen Arbeit. Es soll ja Kinder geben, die in der 4. Klasse noch Probleme mit rechts und links haben, ne? Und das Schlimme ist ja, das verlernen die dann auch nicht mehr, ne? Und dass die Probleme mit rechts und links haben, das merkt man spätestens dann, wenn die dann wählen dürfen. Im Osten zum Beispiel soll es eine große Rechts-Links-Schwäche geben. Ja, aber es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft irgendwelche Menschen im Stich lässt. Natürlich gibt es für alle auch eine entsprechende Beschäftigung, zum Beispiel auch im Fernsehen, nachts im Fernsehen zum Beispiel, Gewinnspiele für Doofe, was ich immer gucke. aus beruflichem Interesse natürlich.
Ich gucke wirklich manchmal nachts im Fernsehen diese Gewinnspiele, ich komme spät nach Hause und ich gucke wirklich manchmal die Gewinnspiele, die da laufen, und es war einmal was so, da habe ich irgendwie auf dem Sofa, so jedenfalls irgendwie habe ich auf dem Sofa gesagt, ja, gut. So genau weiß ich auch nicht mehr, ne? Auf jeden Fall habe ich da gesessen, habe so ein Gewinnspiel im Fernsehen gesehen, dann habe ich so, und dann, ich war genau, jedenfalls habe ich irgendwie, ja, ihr müsst mich ausreden lassen, ne? So, es war so, ich habe das gesehen, so ein Gewinnspiel, und ich weiß es wirklich nicht, jedenfalls irgendwann, Ruhe, ich habe irgendwann, ne, habe ich selber angerufen, ne? Ich habe selber angerufen bei so einem Gewinnspiel, ne? Ich war auch voll wie ein Eimer, ne? Ich glaube, das ist auch Voraussetzung, ne? Wenn man, wenn man da mitspielen will. Auf jeden Fall habe ich da angerufen bei so einem Gewinnspiel, ne? Nach dem Fernsehen habe ich angerufen, dann habe ich, so, wisst ihr noch, wo es geht, ne? Dann habe ich da angerufen und habe ich da mit einer Frau gesprochen, und dann habe ich dieser Frau, der habe ich dann die falsche Lösung gesagt, ne? Ne? Extra. So, und dann hat die Frau gesagt, ach, das wäre ja super, mit dieser Antwort würde sie mich jetzt live in die Sendung durchstellen. So, und dann hat die Frau mich live in die Sendung durchgestellt, und so, und da habe ich dann die richtige Antwort gesagt. Ja, und da hat er aber gestaunt, Herr Onkel. Weil der Onkel hatte die Info, dass das noch 3 Stunden dauert mit dieser Einfrage, ne? Manchmal bin ich echt eine ausgebuffte Sau, ne? Ja, ich finde ja, wenn man heute Fernsehen guckt, ist es alles auch relativ kompliziert geworden, ne? Also mir geht es so, wenn ich heute Fernsehen gucke, ich weiß häufig gar nicht, ich weiß es manchmal selber nicht, ne? Kennt ihr das? Ich weiß manchmal überhaupt nicht, was das ist, was ich da gucke, und es ist mir aber auch egal, ne? Bevor ich es verstanden habe, habe ich schon wieder umgestaltet, ne? Ich finde ja, vor ein paar Jahren war das noch viel, viel einfacher mit dem Fernsehen. Noch vor ein paar Jahren, wir erinnern uns, nachmittags zumindest, überall gab es Talkshows, die hatten ein ganz bestimmtes Thema. Was weiß ich, du Sau, du hast mich schwul gemacht. Gerade hier aus Köln, die Leute, oder... Du Sau, du hast mich schwul gemacht, oder was weiß ich, Hilfe, mein Tattoo läuft mir den Rücken runter. So, und wenn man das dann gelesen hat, ne, da wusste man aber zumindest Bescheid, oder? Da war ganz klar, ja, da kommt ein Haufen Assis. Ja, und... und die reden sich da um den Verstand, den sie sich vorher geliehen haben. Ja, wenn man heute Fernsehen guckt, finde ich es viel, viel komplizierter. Ne? Ich finde es so, wenn man heute Fernsehen guckt, oft ist es so, man macht den Fernseher an und ja, plötzlich ist man mittendrin in einer Privatwohnung. Ja, und oft denke ich auch als erstes, boah, da können sie aber auch mal was machen in der Wohnung. Ne? So, ist wahrscheinlich eine Renoviersendung. Ist hoffentlich eine Renoviersendung. So, und dann geht das Ganze aber weiter, und irgendwann geht dann auch der Schwenk mal ins Kinderzimmer, und man sieht plötzlich die Kinder und man denkt, da werden hoffentlich die Kinder renoviert. Also es ist hoffentlich so eine Erziehungssendung, ne? Das ist doch hoffentlich so eine Erziehungssendung, wo immer die eine kommt, hier die eine mit den Haaren, die eine, die immer da kommt und dann da die Kinder repariert. So. Das ist doch hoffentlich so eine Sendung. Aber das Ganze geht noch weiter. Irgendwann tauchen plötzlich auch die Eltern auf und man denkt, ach du Scheiße. Was ist das denn, ne? Und dann tun einem fast die Kinder schon wieder leid, ne?
Pass mal auf, der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy, das ist ganz einfach. Es ist nämlich so, der Comedian, hier, wie heißt er? Der Comedian, ne? Comedian, wegen Medien, ne? So. Der Comedian, ne? Der macht das alles nur wegen dem Geld. So, und der Kabarettist, der macht es des Geldes wegen. Ne, verstehst du das? Verstehst du das, Mädchen, oder? Verstehst du nicht, ne? Dann zieh dich nochmal aus. Also 4 Millionen Arbeitslose, ne? So, also das ist auf jeden Fall genug. Ich habe ja noch Arbeit und wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Nein, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wundert euch da nicht, wenn ich irgendwann euer Auto klaue. Auch wenn man es mir vielleicht nicht immer ansieht, ne? Aber mir macht mein Beruf wirklich Spaß. Wirklich, er kommt mir auch privat manchmal sehr zugute. Ich habe mal in einer Kneipe gesessen, habe eine Frau angesprochen, die war vielleicht 60. Und dann habe ich zu ihr gesagt, na Mäuschen, schon was vor heute Abend? Und dann hat sie gesagt, sehr witzig. Ich möchte jetzt am Schluss der ersten Hälfte noch ein kleines Gedicht vorlesen. Dieses Gedicht entstand nach dem letzten Urlaub. Wir waren im Urlaub, wobei, ja, Urlaub ist nicht das richtige Wort, die Kinder waren dabei. Also, es ist dann eigentlich kein Urlaub, wenn die Kinder dabei sind. Es ist eigentlich eher so, ja, man lebt einfach mit den Kindern woanders. Man lebt mit den Kindern eine Zeit lang woanders, und zwar da, wo man sich nicht so gut auskennt, wo alles ein bisschen teurer ist und wo sie nicht betreut sind. Es ist im Grunde eine Lose-Lose-Lose-Situation. Urlaub mit Kindern, das ist für mich ein Paradox in sich. Urlaub mit Kindern ist ein Paradox. Das ist genauso was wie, keine Ahnung, Holzeisenbahn. Ja. Woraus soll die sein? Verstehe ich nicht. Oder paradox finde ich auch immer, wenn einer sagt, ich gehe laufen. Ja, dann denke ich immer, entscheide dich am besten vorher, du Haiopai. Ich gehe laufen. Oder wenn einer sagt, scheiße, ich muss pissen. Das ist auch paradox. Ja, das gefällt euch. Oder, was ist noch paradox? Ja, Salz in die Ecke pfeffern. Oder... Oder Mini-Magnum. Mini-Magnum, auch paradox. Ne? Wobei, ich habe neulich Magnum gekauft. 3 normale und 3 mit Mandel. Und dann habe ich die bezahlt und dann habe ich wirklich ganz kurz gedacht, ach, für 9 Magnums geht das aber. So, dieses Gedicht entstand also nach dem Urlaub. Wir waren 3 Wochen in Holland. Wir haben uns 3 Wochen ausschließlich von Pommes ernährt, aber man sieht es gar nicht mehr. Und wann hat man dann als Paar mal wieder Zeit für sich? Und das Gedicht heißt Endlich wieder Schule. Im Schlafzimmer mit meiner Frau... Wir haben nicht viel an. Wir sind ganz leise und ich schaue und sie schaut mich so an. Sie mustert mich,
Sie will mich jetzt. Sie hat ganz rote Wangen. Ich schließe die Augen und ich spüre ihr inniges Verlangen. Gleich wird es heiß, so denke ich, wird schmutzig und verdorben. Da fragt sie plötzlich, sag mal, bin ich auch so fett geworden? Kurze Pause, bis gleich.